Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agathoto, beim Clan. Ja, kein Clan. Den Grund sehen wir hier, der Clan ist mir einfach ein bisschen zuvor gekommen. Die haben mich nämlich einfach gekickt. Und zwar in diesem schönen Clash of Clans Denglish, also Deutsch-Englisch. You have been kicked from Clan, tut uns leid. Wir haben uns dazu entschieden, dich aus dem Clan zu werfen. Okay, das kann ich aber leider nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich dem Clan hier getan habe. War ein Level 9 Clan. Und kurz mal zur Hintergrundgeschichte. Ich war in dem Clan, um bei den Clan-Spielen so ein bisschen zu unterstützen und bin also einen Tag vorher reingekommen und gesagt, ja, ich würde gerne die Clan-Spiele mitspielen und habe dann hier auch habe ganz normal eigentlich meine Sachen gemacht. Ich zeige euch einfach mal einen schönen Angriff von mir, so wie ich eigentlich im Moment hier so mehr recht als schlecht angreife. Ah, hier haben wir mal einen 100er und habe dort meine Clan-Spiele gemacht, natürlich nicht bis auf 3000 Punkte, das fällt mir auch mit dem hier relativ schwer, weil ich den ja doch eher behende bespiele, aber ich glaube, ich bin so auf 1600 Punkte gekommen und habe mich dann auch den nächsten Tag mal auf grün gestellt, denn meine Queen ist ja hier jetzt schon auf Level 6 und habe gedacht, ja, Toto, da kannst du mal wieder einen Clan-Krieg mitmachen, um mal wieder abzuchecken, wo du so stehst und habe dann auch den ersten Angriff mit Drachen auf 3 Sterne gemacht und den zweiten Angriff dann leider nur auf 2 Sterne gemacht. Ich meine, ihr wisst selber, Drachen, das ist nicht so meine Welt, vor allen Dingen nicht im Rathaus 9 Bereich, auch wenn es ein relativ schwaches Rathaus 9 war. Aber ihr wisst das selber, fliegen die Drachen mal ein bisschen krumm und ein bisschen quer, dann ist der Angriff das gewesen. Und deswegen habe ich den nur mit 2 Sterne abgeschnitten, habe mir aber gar nichts bei gedacht, habe gedacht, naja, du hast halt nur 2 Sterne gemacht, also es war eine klare Vorgabe, es war also eine Nummernvorgabe und auch so eine kleine Vorgabe, bitte greif mit Drachen an, mach da halt 2 Lars weg und den Rest machen dann schon die Drachen und die Loons. So war es leider bei mir nicht, aber wie gesagt, ich habe mir nichts dabei gedacht und habe danach noch nicht mal mehr Truppen gefordert für meine Clanburg, die ja dann nun leer war und hab dann irgendwie ja so mal auf dem Monitor rechts geguckt, mal links geguckt und dann gucke ich, ja, sind die gekreuzten Schwerter grau und dann sehe ich den Spruch, dass ich einfach so gekickt wurde. Ich weiß nicht, wenn es jetzt daran liegt, dass ich nur 2 Sterne im zweiten Angriff gemacht habe und der Clan vielleicht an seiner schönen Serie verliert, dann hoffe ich, dann wird mir das leid tun, dass es nur an mir liegt, was ich jetzt nicht glaube, denn auch andere haben so ein bisschen suboptimal angegriffen und eine grüne Serie hat immer mal wieder ein Ende, ist einfach so. Und von daher hoffe ich, dass der Clan das noch sportlich nimmt, beziehungsweise das Ganze hoffentlich noch als Spiel sieht und nicht als zu ernst nimmt. Ich nehme es ja auch, ich nehme das schon ernst, aber ich nehme das jetzt nicht so ernst, als dass ich sage, komm, ist nur ein Spiel und gut ist. Ja, nächstes Mal wird besser. Also ich kann es irgendwo nicht nachvollziehen. Was soll ich machen? Ich habe nochmal nachgefragt jetzt über WhatsApp, derjenige, der mich auch unbedingt ja in eine Gruppe haben wollte. Ich musste also einer WhatsApp-Gruppe beitreten. Das mache ich eigentlich auch aus freiwilligen Stücken nicht wirklich gerne, aber da wurde halt der ganze Clan besprochen oder der ganze Krieg besprochen. Und wenn es dem so sei, da bin ich dann auch eigentlich nach dem Angriff rausgegangen aus den ganzen Gruppen, weil ich wusste, dass ich jetzt keinen zweiten Clan-Krieg erstmal wieder mitspiele. Und bin dann auch aus der Gruppe wieder raus. Was soll ich da dann noch? Und wie gesagt, dann hat man mich halt gekickt hier. Ist echt, also, naja. Ich kann mich da nicht mehr zu äußern, will mich da auch gar nicht mehr darüber aufregen. Natürlich habe ich mich so ein bisschen innerlich aufgeregt oder war so, ja, wie soll ich sagen, so wirklich enttäuscht war ich jetzt nicht. Aber ich war schon so ein bisschen baff und habe gedacht, hast eigentlich nichts verkehrt gemacht, damit ich jetzt nicht ganz so alleine rumstehe. Ich habe immerhin einen Freund, denn ich will ja auch mit dem hier noch ein bisschen weiter pushen. Ich muss gerade mal gucken. Ich müsste jetzt eine Einladung im Postkasten haben. Oh, der Chefkoch lädt mich ein. Danke. Danke dir, Chefkoch. Hier in diesem Clan wird das gar keiner merken, dass ich mich mal hier reinhole. Denn ihr seht das hier, 2 von 43. Wer kann das nur sein? Ja, das bin nämlich nur ich und der, hier oben muss ich hin. Das bin nämlich nur ich und mein Kumpel. Der Chefkoch, also ich wollte mir hier lediglich jetzt mal gerade so ein paar Truppen geben lassen. Loons und Erdbeben ist natürlich ein bisschen übertrieben. Da lasse ich mir ein paar Magier reingeben und einen Lakaien und Gift.
So, und weil ich schon ein bisschen vorgearbeitet habe, nach 2 Stunden 45 kriegt jetzt der Soda auch endlich seinen Hund und seinen Lohn. Den habe ich nämlich hier schon vorbereitet. Also auch hier, ja, denke ich, ich arbeite eigentlich ganz normal mit in den Clans, wo ich so bin, und bin mir nicht wirklich irgendeiner Schuld bewusst. Naja, was willst du machen? Machen wir hier mal einen Angriff und gucken wir mal, wie das so mit dem nächsten Gegner aussieht. Also mit dem Account hier pushe ich ja nach wie vor, habe einen Heldenlevel geschafft. Ich habe also so ein bisschen bis nach Meister 2 mich mit dem Go Vibe über Wasser gehalten, ohne Queen. Das ging. Ich mache meistens hier mit dem Account am Tag so viel Pokale, dass ich ruhig mal eine schlechte Def haben kann, wo ich wieder Pokale verliere, und so hoffe ich, dass ich so ganz behende nach Champion gehe. Also hier wird nicht gepusht, hier wird nichts. Ich nehme hier im Moment keinen Trank, gar nichts, und denke mal, so einen können wir eigentlich ganz gut machen. So, mal gucken. Ihr seht, mit was ich unterwegs bin, mit einem relativ klassischen Go-Vibe, und ich würde sagen, wir gehen der Queen hier entgegen. Ich muss mal gucken. Ja, der geht da lang. Das ist gut. Das ist gut so. Und den lassen wir jetzt allerdings. Ah, na ja, gut. Die, so dolle laufen sie jetzt nicht. Ich muss mal gucken, dass ich hier jetzt wenigstens reinkomme in die Base. Und dass meine Helden, ja, die müssen jetzt eigentlich mit reingehen. Ich nehme hier jetzt die Clanburg mit rein. Denn da, ich habe jetzt nur ein paar Magier. Normal habe ich da ja so ein paar Bowler drin oder so. Ich nehme das aber jetzt mal so hin. So, dann nehmen wir den schon mal nach dahin. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich nehme von hier oben die Schweinereiter mit rein. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das sieht noch ganz gut aus. Den King kann ich ruhig schon mal, glaube ich, ruhig schon mal zünden. Oh, da fliegen schon ganz, ganz schön viele Schweine weg. Da muss ich hier einmal kurz schon mal heilen. Da hier oben die Kanone mache ich mal mit dem Babydrachen weg. Mal sehen, wie die noch weitergehen. Ich habe jetzt noch 2 Heilzauber. Die werde ich auch dringend brauchen. Und zwar hier. Boah, da ist 2-mal Flächenschaden und der X-Bogen. Ah, no. Naja, wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Gewinnen ist hier das Motto. Und die kriegen natürlich richtig Pfeffer da unten. Alter Falter. Aber ich kriege das dunkle Lager. Das ist schon mal gut für mich. So, mein Babydrache ist auch noch aktiv. Dann kann ich hier hinten mal anfangen. Oh, der Magier ist dann natürlich doof gesetzt. Okay. Ein Schweinchen noch am Leben. Okay. Wir haben aber 2 Sterne. Ja, wir haben 2 Sterne. Das ist für mich absolut in Ordnung. Die Base war jetzt auch schon für meine Verhältnisse relativ stark. Den haben wir ganz gut gerockt hier. Und zumindest kriege ich jetzt wieder Truppen in meine Clanburg und kann auch wieder ein bisschen was verteilen. Ja. So geht's halt. Ich weiß nicht, wie es euch schon mal gegangen ist, ob ihr auch schon mal so mir nichts, dir nichts aus dem Clan geschmissen wurdet, so ohne Grund, und kein Mensch meldet sich. Also auch derjenige meldet sich jetzt nicht bei mir, so nach dem Motto, ja, Toto, hast du scheiße angegriffen. Ich meine, wenn ich scheiße angreife, dann, ihr wisst es, ich brauche es immer hart, weil ich auch hart austeilen kann. Ich tue es nicht, aber ich kann's. Deswegen kann man mir das ruhig ins Gesicht sagen, so nach dem Motto, du, der Angriff war scheiße. Wir würden gerne, dass du den Clan verlässt. Mach ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit, den können wir, glaube ich, abbrechen. 75%, das ist voller Bonus hier. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Na, also da bin ich ganz, ganz weltoffen. Und ich mache hier einfach mal mit dem, ja, ich mache hier in jedem Fall mit den Truppen hier weiter. Ich kann ruhig ein bisschen Dunkles aufgeben. Ich könnte jetzt die Queen zwar leveln, ich habe einen Bauarbeiter frei, aber ich will wenigstens noch so ein bisschen so auf 2850. Dann schmeiße ich, glaube ich, die Queen an. Dann mache ich halt wieder ein bisschen was mit nur King und Pekka. Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal ganz kurz ins Nachtdorf. Ihr habt es ja mitbekommen, dass das Update jetzt auch im Nachtdorf steht, in den News, habt ihr sicherlich gesehen. Auch hier seht ihr eigentlich die hauptsächlichen starken Updates, nämlich die Builder Hall 8, den Megapacker, nee, heißt der Megapacker oder Superpacker, und den Mega-Tesla, dessen Strahl wohl überspringt. Das heißt also, wenn er eine Truppe gemacht hat, dann springt dieser Strahl wohl zur nächsten Truppe über, die irgendwie so zwischen 3 und 5 Felder noch entfernt ist. Und ich bin wirklich darauf, ihr wisst, Nachtdorf ist mein Ding. Und ich bin wirklich gespannt. Ich meine, ich bin hier im BH5, ihr seht es ja. Na? Und ich muss immer BH6 machen. Das hat sich ja noch nicht verändert. Und Supercell geht das auch gar nicht an. Na, da hörst du nie was. Du hörst nie was über das wirklich faire Matchmaking im Nachtdorf.
dass da mal was kommt, so nach dem Motto, ja, wir haben Balanceanpassung gemacht. Ja, ich meine, sie kommen, der Sneaky Archer wird demnächst jetzt nicht mehr ganz so doll seine Ability haben, die ihn unsichtbar macht, von 10 auf 8 Sekunden. Na, mal gucken, ob es das schon ist. So muss man es ja sagen. Und da bin ich wirklich gespannt, ob ich demnächst als BH6, denn zwei meiner RH9er sind jetzt schon BH6, ob die dann nur noch 8er machen müssen oder ob die bei 7 dann bleiben. Ja, ich belächle das Ganze wirklich. Ich kann es nicht anders. Ich kann es nicht anders als belächeln, denn diese Unfairness, was Bilderhall angeht, ist nach wie vor ungebrochen. Ist nach wie vor ungebrochen. Und ich meine, einige Bilderholz sind jetzt auch nicht so super, aber ihr seht das hier, ich quäle mich auch ziemlich stark. Vor allen Dingen gegen den Brutzler mit Erdtruppen. Ich habe nichts anderes. Und ich bin echt gespannt, ob ich... verloren. Ist nicht so tragisch. Ich bin wirklich gespannt, ob ich mit BH6, der wird auch irgendwann mal BH6, wenn ich die Truppen alle durchgelevelt habe, die Base ist hier, sonst ist sie schon durch, ob ich da nicht dann auch Bilderhall 8 machen muss oder ob ich bei 7 dann bleiben darf. Es wäre dann ja auch immer noch unfair. Aber ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann machen wir hier noch einen Push-Angriff. So, wir können uns die Wartezeit so ein bisschen überbrücken. Auch wenn ich hier noch nicht angreifen kann, weil meine Truppen noch nicht fertig sind, habe ich hier einen Freund. Ich habe einen Freund hier und zwar ist das der Chefkoch. Und der Chefkoch macht jetzt nämlich einen Angriff. Und den gucken wir uns einfach auf diesen Account hier an. Das ist fast das Einfachste. Jetzt müssten eigentlich die gekreuzten Schwerter kommen. Ja, da kommen sie. Und dann kann ich mir jetzt, das ist auch wirklich cool. Ich gucke mir jetzt meinen eigenen Angriff über die Freundschaftsliste an. Das ist echt göttlich. So, mal gucken, wie sich der Chefkoch hier schlägt. Ich bin auch hier mit einer relativ starken Armee. Ja, was heißt starken Armee? Unterwegs. Also so ein bisschen farme ich hier ja auch. Aber ihr seht das hier so ein bisschen. Geht auch hier die Kobold-Gang so ein bisschen mit. So, die Jungs nochmal richtig wütend gemacht. Das eine Lager dann noch weg. Da müsste der King eigentlich. Na, der King geht natürlich immer. Der King geht irgendwie immer außen rum. Ja, und dann nehme ich immer so ein paar von den Kobolden einfach mit. Ich brauche nur einen Stern. Ich brauche nur einen Stern hier. Wie ich den auch immer mache, das ist egal. So, dann heilen wir die hier jetzt nochmal durch. Denn die kriegen da jetzt nochmal so ein bisschen. Au, ich hab meine Clanbook-Truppe gar nicht gesetzt. Oh nö. Ja, und der geht jetzt natürlich auch rum. Ah, ich habe meine Clanbook-Truppe gar nicht gesetzt. Dann setze ich der Clanbook-Truppe mal einen Magier hinterher. Ja, ich habe mir selber einen Packer gespendet. Ach, Mist. Naja. Sieht aber noch ganz gut aus. Sehe ich gerade hier in der Mitte. Muss ich da noch was. Ja, da kann ich sogar noch mal was heilen. Da ist noch ein Magier drin. Und die Riesen noch gerade so am Rand. Hier oben ist ja noch ein bisschen was für mich zu holen. Okay, einen Stern haben wir immerhin. Dann setze ich hier mal eben ganz fix meine paar Kobis für die beiden Lager. Das reicht mir hier vollkommen. Müssen wir mal gucken. Wir gehen mal gerade ein bisschen näher rein. Halt, da wollten wir näher reingehen. So, wir gehen mal hier ein bisschen näher rein. Und die beiden Magier... Oh nein, wo gehen die denn jetzt hin? Ah, die fühlen sich von den Skellies angezogen. Okay, jetzt sind sie aber weg. Jetzt könnt ihr doch bitte das Rathaus weitermachen, dann wären es auch zwei Sterne hier. Oh, der Päcker geht ganz behende, latscht er noch mit rum. Und der Magier ist auch noch schön dahinter. Ja, so ist das hier gerechte, was heißt gerechte Arbeitsteilung, will ich jetzt nicht sagen. Der Päcker hat hier jetzt getankt. Und tankt immer noch, ist ein Vierer-Päcker. Wir sind hier klar Level 9, also der geht ein Level hoch. Ich habe ja mit Barfuß gespendet und ja, sieht, ja, war für mich absolut in Ordnung. Also haben wir die Pause hier sinnvoll überbrückt. Ja, jetzt habe ich meinen Truppen wieder soweit zu Gange und ich glaube, wir können diesen hier mal mitnehmen. Ihr seht, so ein bisschen anders bin ich jetzt unterwegs, allerdings immer noch mit einer relativ starken Truppe. Ich gehe hier jetzt mal mit dem Babydrachen rein. Also klassischer Packerwalk hier, so ein paar Hocks im Gepäck. Und in der Clanburg habe ich wieder Magier, die mich da unterstützen. So, wo können wir reingehen? Ah, das Lager da muss eigentlich noch weg sein, sonst habe ich Sorge, dass die Packer halt nicht reingehen. Das ist das Doofe. Die werden nämlich jetzt außenrum gehen. Denke ich mal. Ich habe es, als wenn man es geahnt hat. Ne? Man kennt ja seine Pappenheimer. Aber die sollen hier... Oh, geht doch. Ja, jetzt könnt ihr euch nach dahin orientieren. Zumindest einer macht es. Das ist schon mal ganz gut. So, damit der King das nicht macht, kann ich die jetzt mal hier reinsetzen. Hier muss ich jetzt durchwuteln. Die gehen jetzt in jedem Fall Richtung der Gegner-Queen und machen die Matsche. Das machen sie auch.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ob der Clan Burgtruppen hat. Die müssten jetzt eigentlich gleich rauskommen, wenn die jetzt weitergehen. Jo, ach, er hat Clanburg. Er hat Clanburg, okay. Ich habe meine Queen noch nicht ganz dahinter. Habe ich da einen Magier? Ja, ich habe da Magier. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich habe auch eine Queen dahinter. Oh, die... Alter Falter. Da muss ich jetzt hart giften. Oh, das schaffen die Päcker nicht. Ach. Da gehen die leider nicht drauf, oder? Der wird verloren. Der wird von mir verloren, glaube ich. Da muss ich jetzt hier außen ein paar Prozente machen. Das geht nicht anders. Da muss ich jetzt außen hier die Prozente knechten. Und hier nochmal die Hawk Rider zumindest in ihrer Reitbewegung jetzt noch. Oh, schade. Ja, aber ach so, ein Stern haben wir. Ja, wir haben ja einen Stern. Okay, die Ressourcen haben wir jetzt dahingestellt. Ist nicht so tragisch. Ich habe das gerade noch so geblickt. Aber die Queen war einfach ein bisschen zu weit weg. Und ihr habt das ja gesehen, wenn der Funnel hier nicht ordentlich läuft, auch beim Packerwalk, dann ist der Angriff, ist so ein Angriff verloren. Eigentlich ist das ja keine schwere Base, ist eine typische Farmbase. Und wenn die gleich zu Anfang richtig krass reingehen, dann und du einen guten Funnel hast, dann kriegst du natürlich auch die Queen super mit rein. Und dann sind natürlich vier Loons auch nicht ganz so stark. Ich meine, ich hätte auch ein Doppelgift nehmen können, klar. Aber wie ich immer sage, ist nicht ganz so schlimm. Müssen wir mit leben. Und jetzt haben wir natürlich nicht so viele Ressourcen abgegriffen, haben einen Stern. Was meint er, wie viel gibt so ein Lager hier? Das ist ja sofort fertig, danach ist der sowieso hin. Der Lakai. Vorhin die Aufnahme war übrigens nahtlos übersteuert, weil ich irgendwie wieder an meine Regler gekommen bin, am Mischpult. Und ich wollte die 13 Sekunden. Ich wollte die Aufnahme aber trotzdem nicht, einmal noch fegen und dann bist du vielleicht am Dunklen. Ah nee, schade. Und dann, die Aufnahme war nahenlos übersteuert. Jetzt ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Ja, ist es auch. Ich habe das eben nochmal gegengehört. Okay, 7 Pokale. Das war jetzt nicht ganz so gut. Aber wir sind immerhin auf 2.8.12. Letztendlich ging es ja heute um den gekickten Chief hier. Naja, mal sehen. Mal sehen, ob ich da noch was von höre. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Mal wieder ein bisschen RH9. Und auch ein kleines Update hier vom Status, was mein Push hier zu Champion angeht. Also ist noch ein bisschen was hin, so behende wie ich das hier mache. Und ich muss jetzt mal sehen, ich hatte ja eben gesagt, vielleicht mache ich die Queen, aber vielleicht mache ich hier doch mal was anderes, nämlich hier mal so ein Golem vielleicht. Mal sehen, 70.000, ein bisschen was mehr Dunkles muss ich haben, damit ich hier weiter pushen kann. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto, Clash.